die Realschule Seesen gestanden, die Abgangsjahrgänge 1955, das heißt die Klasse M10A, M10B und MCC sind hier von 1949 bis 1953 zur Schule gegangen. Von dieser Schule steht jetzt nur noch der St. Vitus-Turm. Und hier, wo jetzt die Brunnenanlage ist, stand damals das Schulhaus. Gegenüber der ehemaligen Schule ist dieses Gebäude. Und hier weist ein Schild dieses Haus aus als Schreibschule, etwa 1670 erbaut, war das erste Schulgebäude der Stadt Seesen. In diesen Räumlichkeiten wohnte damals auch der Hausmeister Finger während unserer Zeit. Als wir damals hier zur Schule gingen, wurde der Schwimmunterricht in dem Reddekolk abgehalten, der unweit von hier in dieser Richtung gelegen ist. Und da war der Schulweg nicht weit, allerdings mussten wir zum Sport in die Turnhalle und dafür musste die ganze Stadt Seesen durchquert werden. Allerdings damals noch zu Fuß, kein Bus fuhr, ganz klar. Hier ist jetzt ein Kindergarten installiert und dieses Gelände hier, wo jetzt diese Bäume stehen, das war damals auch unser Schulhof und hier wurde sich ausgetobt. Und hinter der Schule, auf dem anderen Teil des Schulhofes, da wurde meistens Fußball gespielt. Und wir hatten natürlich keine großen Bälle, sondern es waren ganz kleine Tennisbälle, mit denen sozusagen gebolzt wurde in den Halbzeiten oder beziehungsweise in den Pausen. Ja, das ist eben der Rest, der übergeblieben ist, dieser St. Vitus-Turm. Und an der linken Seite von hier aus gesehen ist auch eine Uhr zu erkennen. Ja, durch diese Bollergasse kamen die ganzen Schüler damals, die sogenannten Fahrschüler und natürlich auch welche von der Stadt, um hier vom Bahnhof zur Schule zu kommen. Und da hinten auf der rechten Seite liegt der Seesener Hof und im Seesener Hof finden auch jetzt noch manche Klassentreffen der ehemaligen Schüler der Otto-Kirchhoff-Schule hier in Seesen statt. 1953 sind wir dann umgezogen in die Linnenstraße oder Lindenstraße und die Schule werden wir jetzt hinterher mal besichtigen. Nicht nur die Bollergasse führt von der Schule in die Stadt, sondern auch die Opferstraße. Und hier in der Opferstraße wohnte auch unser Mathelehrer Herr Busse. Das war ab 1953 die Mittel- bzw. Realschule in der Linnenstraße. Und von hier haben wir die letzten Schulklassen, das heißt also von 1953 bis 1955, absolviert. Die Schule liegt direkt gegenüber dem Gelände der Züchnerfabrik. Und hier führt die Straße in Richtung Goslar, Richtung Braunschweig. Die Schule selbst ist hier an der Linnenstraße. Das ist die Ansicht von dem Schulhof aus. Dieser Vorbau, der ist jetzt neu. Und die Schule hat auch jetzt eine andere Verwendung gefunden. Wie man sieht, gehört sie jetzt zur Freien Christengemeinde in Seesen. Das ist nochmal die Ansicht von Süden. Hier war der Garten von Schmidt, wo teilweise auch Biounterricht gehalten wurde. Und dieser Vorbau zwischen den beiden Flügeln, der war damals nicht vorhanden. Der ist jetzt erst angebaut worden.
der Schule ist das Gebäude der Dosenfabrik Züchner. Seesen selbst hatte ja damals einen sehr guten Ruf als Konservendosenstadt. Und dieser Betrieb scheint immer noch in Betrieb zu sein. Ein Schüler von uns, der Wolfgang Ludwig, hatte es ja nun gar nicht weit zu der Schule, denn er wohnte hier direkt gegenüber. Und dieser Weg führt auch zu der Turnhalle, die auch jetzt nicht mehr weit war. Hier noch einmal ein Blick von der Linnenstraße zu dem Schulgebäude. Und hier zwischen diesen beiden Bäumen war der Eingang. Hier kamen die Schüler dann vom Bahnhof oder von der Innenstadt kommend hier diese Straße entlang in die Schule. Das war damals unsere Turnhalle. Sie war in der Mitte getrennt. Auf der einen Seite turnten die Mädchen und auf der anderen Seite die Jungens. Die Wettläufe waren querdiagonal über den Platz damals. Auch dieses Gebäude war eine Zeit lang der Schulort für die Schüler der Mittel- oder Realschule. Das Gebäude hat aber mehrere Funktionen schon ausgefüllt. Es war auch mal Krankenhaus und auch die Volksschule war hier zeitweise untergebracht. Das ist der Bahnhof in Seesen. In und um den Bahnhof sieht es natürlich ganz anders aus als früher. Hier war auch sehr viel Betrieb, denn mit den Fahrschülern, die aus allen Richtungen nach Seesen kamen, kamen auch diese vielen Arbeiter, die damals bei Schmalbach, Sonnenwassermann oder auch bei Züchner gearbeitet haben. Es war damals hier ein reger Betrieb. Um den Bahnhof sieht es natürlich heute ganz anders aus als früher. Da kennt man sich jetzt nicht mehr so aus. Aber geblieben ist die Post auf der linken Seite und hier die Bahnhofstraße. Hier im Schulzentrum vom Landkreis Goslar sind alle Schulen Seesens jetzt konzentriert. Wir sehen hier das Gebäude der Realschule Seesen. Es ist leider eingerüstet, aber es bedeutet, hier geht es weiter. Man investiert etwas und die Zukunft ist also gesichert. Nebenan ist dann auch die Aula des Schulzentrums. Hier und hier geht es zurück in Richtung Seesener Schützenplatz. Das ist der Eingang der Aula des Schulzentrums. Hier in dem Seesener Schulzentrum sind alle Aktivitäten konzentriert. In unmittelbarer Nähe ist ein ganz tolles Frei- bzw. Hallenbad. Auch die Schulsportplätze sind hier in der Nähe. Am Fuße des Sonnenberges. In unmittelbarer Nähe des Schulzentrums Seesen liegt die Sehusa Wasserwelt, ein modernes Freibad mit der sogenannten Zauberdusche, die man hier als Außenteil erkennen kann. Ja, die Kinder haben jetzt natürlich viel bessere Sport- und Freizeitmöglichkeiten als wir damals. Aber ob damit die schulischen Leistungen besser werden als zur damaligen Zeit, das ist wohl, wenn man die PISA-Studie heranzieht, fraglich.